So, wieder hier bei Kapuzenwurm, wo Schafe noch, ja, so, Schafe mit Polizeihut, hallo. Ja. Hey, wenn man vom Teufel spricht. Wie bitte? Die anderen Jungs haben über ein Schaf geredet, das ziemlich gut klettern kann, das kann euch, hallo. Wenn du eine neue Technik entwickelt hast, dann bringen sie uns bei, wir zeigen, was wir rausgefunden haben. Ja, wir sollen uns zusammentun, da kommt vielleicht Leben draus. Aber es will ja keiner. Du bist ein großer Kletterer, wenn du Zeit hast, könntest du uns ein paar Techniken zeigen. Nö, nee, mach ich nicht. Schau mit langen Haaren. Wie ist das hier, die Hölle? Zum Schloss haben sie geschrien, fahr zur Hölle. Sie? Die Miete, mit der ich noch nicht zusammen war. Mein Boss meinte aber, die Tussi ist eine Hexe. Okay, das ist der Journalist. Die Anordnung ist heute wirklich übel. Vielleicht gibt es dafür spezielle Techniken. Bring meine Technik bei. Erklär mir eine. Kennst du diese Technik? Welche? Das Eis ziehen. Wie geht das? Ach so, okay, ich verstehe gut, verstehe schon. Wenn du auf einen Eisblock trittst, halte dich an einem anderen Block fest, um nicht abzurutschen. Jawohl, das ist nicht schlecht. Das ist gut, das ist echt praktisch. Danke. Du bist doch Mut. Mal wurscht. Gut, noch was? Nee, ich möchte es nicht überprüfen. Nein, sei vorsichtig. Be careful. Gut, was mit denen? Mit Haartolle. Sie ist eine Hexe. Sie will Rache und ich habe von ihr getrennt, weil sie wegen ihrer Schwangerschaft. Ich will nicht wieder lesen. Wer ist die Hexe? Sie? Eine Sekretärin in meiner Firma. Verdammt, wie hat sie Dad kennengelernt? Wovon sprichst du? Wenn sie mich verflucht hierher gebracht hat, warum erscheint dann Dad jede Nacht? Wo ist der Dad? Was meinst du damit? Der Große, mein Dad ist jede Nacht umher. Aber ist doch nur dein Vater, oder nicht? Ich meine, warum macht er dir solche Angst? Also, ich werde diesen Höllennach entkommen. Also, ich werde dieses. Ja, gut, danke, du bist so toll. Das schaffst du ganz sicher. Oh, wer ist denn der Fette? Gäbe es keine Frauen, würden wir Männer wie Gott Götter lieben. Wo immer es eine Frau gibt, wird ein dummer Mann geboren. Ich werde nie in die Realität daran zurückkehren. Was ist mit dir los? Reiß dich zusammen und leg den Hammer weg. Brauchst du doch nicht. Ich werde nie in diese Realität zurückkehren. Was hat dieser Kerl nur? Es ist das eigentlich, das war interessant. Hallo, Dicker. Wenn Sie Interesse an einem Gegenstand haben, müssen Sie ein paar Münzen ausspucken. Das Projekt der heutigen Nacht ist, die Glocke verwandelt alle Blöcke in normale Blöcke. Mit Hilfe dieses Energy Drinks können Sie Energy Drink. Energy Drink ist immer nice. Dann schalte ich mich hier für eine kluge Wahl. Danke. Für diese schöne Sache. Also, dieses Kind im Beichtschrott mir erklärt meine Lebensweise, wie du die Zukunft eines anderen Menschen zerstören. Welche Sünde habe ich begangen? Warum habe ich es getan und wann? Keine Ahnung, ich meine, es wäre gruselig, wenn ich es wüsste, oder nicht? Oh Mann, ich kapiere nicht, aber ich glaube, ich drehe langsam durch. Nein! Oh Mann, ich kapiere das nicht, ich glaube, ich drehe langsam durch. Wer ist du? Schaff mich schon eine Brille. Jeder will nur seinen eigenen Hintern retten. Freunde sind nur in der Außenwelt. Was für Heuchler. Genau wie die Leute, von denen ich täglich umgeben bin. Ich schließe mich ihnen nicht an. Ich kann auch ohne ihre Hilfe diese armen Blöcke überwinden. Übrigens gibt es diese Technik. Hey, mir ist gerade eine Technik eingefallen. Ich habe dich nicht darum gebeten, mir etwas beizubringen. Ich habe nur mit mir selbst gesprochen. Gut, dann will er nicht. Oh, ich möchte gerne die Eisumgehung erklären. Also, runter, okay, und dann kann ich so immer dumm klettern. Ah, okay, ich verstehe. Gut, das ist... Ja, der ist ganz praktisch. Das ist fantastisch, aber Entschuldigung, keinen Dank. Wie gesagt, spreche mit mir selbst. Okay, haben wir mit denen da? Nee, haben wir noch nicht. Ich habe bisher hart an mir gearbeitet, aber vielleicht ist mein Weg mal zu Ende. Komm schon, da ist doch einiges vor dir. Wenn du Energie hast und pessimistisch sein, kannst du auch weiterklettern. Wow, irgendwie hatte ich auch das Gefühl. Du bist wirklich erstaunlich. Du sprichst jeden an, ermutigst ihn und richtest ihn moralisch auf. Das ist bemerkenswert. Weil ich ein toller Junge bin, in Unterhosen und Polster. Die Umgebung hat sich verändert. Ist dies der fünfte Stock? Die Sache wird immer verzwickter. Ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. Hey, wenn du dir Sorgen machst, erkläre ich dir einige Techniken, die ich gelernt habe. Oh, danke, du bist wirklich ein nettes Schaf. Du bist ein berühmter Kletterer. Ich muss jetzt weiter. Okay. Gut, dann mal weiter in den Raketenbeichtschule fahren. Hovercraft! Sie haben es bereits bis zum fünften Stockwerk geschafft. Wie ich sehe, haben sie auch das Eis überwunden. Gut für sie. Ich meine, du könntest mich im halben Umdrehen töten, wenn du wolltest. Macht es dir etwas Spaß, uns hier rumkriechen zu sehen? Zu diesem Zeitpunkt werde ich wohl keine weiteren Fragen beantworten. Ich stelle dir die Fragen. Das ist die sechste Frage. Würden sie alles tun, egal wie mies es wäre, um einer brenzlichen Situation zu entkommen? Nein. Würde ich nicht. Dann ist es kein echter Sieg. Das würde ich in Wirklichkeit nicht. Weil dann habe ich es mir selbst eingebrockt. Sieh an, sieh an!
Aber ob doch das der Wahrheit entspricht, naja, das spielt doch keine Rolle. Schließlich können Sie Ihre Antworten frei wählen. Von jetzt an wird die Sache schwierig. Ja, das vorige Level war gegen einen Zuckerschlecken. Und ich fürchte, der Ort, den Sie wahrnehmen würden, ist nicht mehr weit entfernt. Ende der Diskussion. Also los. Piep, 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 piep. Ah, verdammt. Telefonanruf abgebrochen. Shit. Okay, also es wird angeblich schwerer. Kein Problem, Leute. Das machen wir. Aber dann wahrscheinlich andere Spieler haben geantwortet. Die anderen Leute haben wahrscheinlich genauso geantwortet wie ich. Okay. Doch ganz viele, hätte ich nicht gedacht. Okay, und wir klettern immer weiter hinauf. Jetzt sind wir bald ganz oben. Ganz oben. Quadragle, das Karree, zweite Etage. Durch Packen und Schieben eines Blocks oder Hängen an einer Kante kannst du dich über Eisblöcke schwingen, ohne zu rutschen. Prüfe das Terrain und finde einen sicheren Weg. Okay, wenn es das nur ist. So, jetzt geht's los. Der schon wieder scheiße. Die Musik ist cool. Ich mag die Musik echt. Also ein Soundtrack von dem Spiel wäre nice. Ich bin ja der volle Soundtrack-Fanatiker. Ich kaufe mir ja immer die Soundtracks von Spielen. Einfach weil ich sie... Weil es wirklich schöne Soundtracks auf dieser Welt gibt. Oh, ja. Jetzt ist aber Ruhe da. Komm. So. Ui. Wow, 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 wow. Hat links... Oh, links, links, links. Oh. Oh, wir haben's. Warte mal. Ah, gut, okay. Ich habe mir jetzt gedacht, wir fliegen da runter und ich kann in Luft Ando drücken. Aber haben wir nicht gebraucht. Was ist mit denen? Der wird mich nur da stecheln. Das war blöd. Hey, jetzt komm, jetzt ist aber nicht mehr lustig, weil ich will meinen Engine Ring behalten und nicht den weißen Block haben. Links, zack. Ja, genau, machen wir einfach so. Oh, verdammt. Gut, 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 gut. Wir sind gestorben. Ja, es ist doch ein bisschen verzwickter. Love is over. You rest in peace. Ne, wir haben eh noch genug Versuche. Also kein Problem, Leute. Kein Problem. Warum sind die Leute eigentlich nicht erfreut, mich zu sehen? Ich meine, ich habe ihnen noch so auf den Arsch gerettet. Weil der gesagt hat, nicht schon wieder du. Und ich dachte mir, die Leute mögen mich. No, mich mag man nicht, ne. Warte mal. Ich sauf jetzt einfach mal. Jetzt aber Ruder, schleich dich, ich bin hier. So, hopp. Komm jetzt. Mach mal doch so, so, ha. Ausgetrickt, Sword. Nein, ich hab. Ich hab dich zurückgedrückt. Scheiße! Ich hab doch zurückgedrückt! Ich hab doch! Entschuldigung, Leute, manchmal muss ich meine Wut einfach rauslassen und da holt's mir nicht, da sprengen alle Ketten. Da geht's richtig los, aber im nächsten Moment geht's mir auch dann wieder gut. Ich muss es einfach nur so kurz rauslassen. Und mir ein bisschen Luft machen. Hoppa! Hoppa, 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 Reiter, wenn er fällt, dann schreit er, komm, lauf, 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 lauf. Okay, ich dachte mir, okay, jetzt weiß ich, woran es liegt. Wenn der Block auf dich fällt, dann ist es wirklich aus. Ich meine, ich dachte, ich kann doch vielleicht so ein bisschen laufen. Dem war aber nicht so, aber das macht nichts. Denn wir werden es einfach nochmal und nochmal und nochmal versuchen. Und so schwer ist das Level, oh, glaube ich, auch nicht. Ja. Hopp. Hopp, 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 hopp. Warte mal, das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Richtig. Hopp. Jawohl, komm, wir haben, unser Energy Drink rennt doch noch. Checkpoint. Der ist, glaube ich, das. Der ist, glaube ich, sehr. Ja, der. Was heißt, ich glaube, ich weiß, dass er sehr wichtig ist. So, 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 so. Runter mit dir. Was ist da? Wie macht man das da? Ah, ich weiß. Weiß ich schon? Warte mal. Hopp. Schleich dich.
Ja, jetzt geh weg. Komm, geh weg. Geh weg, geh weg. Du bist wirklich behindert. Warte mal. Ah, warte, gut. Jetzt können wir uns den Trick zugute machen, zugunsten, weil das haben wir vorher gelernt. Wie machen wir das? Warte mal, kann ich den da links schieben? Ich probier's einfach mal. So nach links rüber. Ah, gut, das war nicht so geplant. Was ist, wenn ich den da rausschiebe? Passiert genau gar nichts. Gut, dann machen wir das nochmal weg. Ziehen den Block raus. Genauso machen wir das. So funktioniert's. So läuft's. Aber. Okay. Warte mal. Aha. Weil da oben komme ich da nicht weiter, sehe ich gerade. Da. Ich muss dahin zu dem Block da. Warte mal, genau. So mache ich's. Genau, so mache ich's. Kein Problem. Oh. Problem. Ich vergesse das. Da brauchst du nur einen falschen Drücker machen und ich hau's oben. Und das ist ein bisschen ärgerlich, dass er sich nicht am Anfang, dass er sich an der Kante anhalten kann. In dieser Situation. Alter, was ist mit Stepper, du? Das nervt ein bisschen, dass er sich dann nicht anhalten kann. Aber gut, was will man machen, weil man muss damit leben. So, okay, jetzt kommt der Blödsinn schon wieder, wo wir da vorher gestorben sind. Aber wie habe ich das nochmal gemacht? Ich glaube, ich habe den rausgezogen. Nein, ich habe den nicht rausgezogen. Ich schiebe den einfach mal da rein. Okay, und helf mir so. Was passiert eigentlich da? So, hopp, wenn ich rausrenne. Aha. Okay, machen wir so, wenn es auch so geht. Ja, gut, das war die schnellere Methode. Warum? Langsam. Wenn es auch schnell geht. Halt. Da sind wir wieder. Da haben wir es wieder toll gemacht. Verdammt. Ja. Zerren meine Nerven, du blöd, Mann. Weil sonst ist der Bildschirm auch gleich kaputt. Gut. Runter mit dir. So, du hast mich schon vorgenervt. What the hell are you doing? Ich versuche mein Leben zu retten. Was werde ich wohl tun? Warte mal, darüber, genau so war das so. Und hopp und hopp und hopp und runter. Und da, genau so war das, kein Problem. Aber das ist jetzt der Part, wo es uns... Warte mal, oder? Ah, warte, ich mach's einfach so, dann bin ich in der Mitte und dann kann ich das so rausziehen, dann kann ich da... Genau, einfach gut. Hopp. Warte mal. Aha, ja genau, perfekt. Aber wir sind noch nicht oben, sehe ich gerade. Ich dachte, wir sind schon viel weiter. Aha. Gut. Das regt auf. Du gibst dir da so viel Mühe, steckst da so viel Konzentration rein und dann kommt so eine... Ja, was ist? Alter, bist du jetzt behindert? Alter, jetzt langt's. Jetzt langt's! Der Wichser. Ich hau mich absichtlich runter. Weil dann kann ich da wieder laden. Der Wichser haut uns hier einfach runter. Das muss doch mal geben. Ich meine, wir haben genug Balls, da scheiß drauf, aber trotzdem ist es nervig. So. Oh Mann, ich meine, das Level dauert lange. Wenn man sich hier so die Zone hier unten ansieht, dann, ja, dann braucht es noch wirklich lange. Also ich meine, links die... Alter, jetzt ist nicht mehr lustig. Jetzt ist es nicht mehr lustig. Jetzt bin ich pissed. Jetzt geht's mir richtig am Arsch. So, Tipp aufmachen. So. Jetzt geht's los. Jetzt bin ich nämlich richtig angefressen auf das Scheißspiel. Rage Extreme.
Ich hoffe, ich schimpfe nicht zu viel, weil ich hab gehört, dass das die Leute nicht mögen. Oh, so links rauf, nee, falsch. Aber so war das richtig. So, warte mal, ja, den schieben wir nach rechts, das Blöckchen hier so. It's cold. Oh, warte mal, hier so. Aha, ja, genau links rauf, rechts, rechts. Gut, da sind wir, glaube ich, vorhin auch gestorben. Kann ich mich um die Ecke hangeln? Ja, kann ich. Nee, das war blöd, weil da fliege ich dann ganz sicher hinunter. Aber so nicht. Oder warte mal. Leute, haben wir's? Haben wir's dann? Ich glaube noch nicht, aber ich kann da runter. Okay, ich... Entschuldigung, dass ich jetzt ruhig bin, aber ich konzentriere mich gerade etwas, weil ich will jetzt keinen Fehler machen. Also, das will ich eigentlich nie, aber jetzt ganz besonders, weil jetzt bin ich ja doch schon... Warte mal, mach mal an, du. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir den wegschieben, den da rausziehen. Das wäre so eine Verankerung. Dann kannst du mich nicht mehr raushauen. Hilf runter. So. Hilf runter. So. Gut. Es bringt mir gar nichts, wenn ich nach links hüpf. Oder? Warte mal. Wie können wir da so rauf? Den wegschieben. Den darüber. Ne, das war blöd. Einen kühlen Tag noch. Aha. Warte mal. Können wir den... Ja, der Block war vielleicht doch nicht so ungeschickt. Das war ungeschickt. Warte mal, können wir da... Ne, können wir auch nicht. Wir können auch nicht rumklettern. Was mache ich? Was mache ich wirklich? Warte mal. Was passiert, wenn ich das so mache? Und das so mache? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Warte mal, runterschieben. Yes. Rausziehen, rauf, rauf. Warte mal. Könnte ich mir hier so eine Brücke bauen? Ich hab's, Leute, wir haben's geschafft, wir haben's wieder... Oh, wir haben's nicht geschafft. Ich habe mich hier ein bisschen zu sehr auf... Warte mal. Wenn ich da noch so und da noch so... Kann ich um die Kante klettern? Kann ich ja, oder? Ja, um die Kante klettern funktioniert... Nein, 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 nein! Nein! Scheiße, wir waren so weit oben! Wir waren so weit oben! Start mal wieder hier! Oh, verdammt, ich hab nicht mal... Ah, oh, shit, okay. Shit! Okay, Leute, tut mir leid. Ta-ta-ta-ta! Ich habe das Level besiegt! So! Ich habe jetzt extra vorgespult, um euch extra das Ende zu zeigen und jo, jo, Leute, vor Rage, jetzt cool, cool. Und jetzt ruft gerade ein Freund von mir an. Und er wird ein Teil des Gesprächs. Hallo? Ich schreibe sie dir per SMS, okay? Du, ich bin nicht am PC, Dominik. Ich rufe dich gleich an. Gut. Hat ein bisschen genervt, der Junge. Okay, Leute, also das war's. Bis dann. Tschüss.